Ja, hi, willkommen. Mein Name ist AnnieRollP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir das Sterne-Bruderschafts-Ending hier angefangen und ja, Atombomben für Liberty Prime gesammelt. Und der sieht auch schon fast fertig aus, ne? Was geht? Entschuldigung, Proctor Ingram. Scheint, als wären die Mark 28 genau richtig. Der Fund war Gold wert. Habe ich gern gemacht. Team arbeiten, damit gewährleistet ist, dass die Bomben sicher sind, nachdem sie in Primes Rucksack geladen wurden. Das wird allerdings kein größeres Problem sein. Nun, Dr. Lee, ich muss zugeben, ohne dich hätten wir das nicht geschafft. Für Feierlichkeiten ist es noch etwas früh, Proctor Ingram. Wir haben Liberty Prime noch nicht vollständig aktiviert und ich hoffe, dass meine Bemühungen, seine Systeme zu stabilisieren, nicht vergebens waren. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Absolut. Proctor, alle Anzeigen stehen auf grün. Ich glaube, es ist an der Zeit, mit der Stromübertragung zu beginnen. Ich Ausgezeichnet. Finde, du solltest den Knopf drücken. Ohne deine Hilfe stünden wir schließlich immer noch vor einem Haufen Einzelteile. Es wäre vermutlich besser, wenn ein ausgebildeter Techniker das übernehmen würde. Aber du hast es dir wohl verdient. Ja, habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Wenn jetzt weiß ich, ob hat gefällt, könnt ihr mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar hinterlassen. Das würde mich sehr freuen. Übrigens, weiß ich nicht, ob das hier, ich glaube, das müsste der 349. Part sein und das Institut Ending wird dann der 350. Part. Okay, okay. Schönes Wetter heute, wenn, okay, nein. So, Knopf drücken. Liberty Prime, activate. Liberty Prime ist online. Awesome. Ein paar Diagnosen durchlaufen. Diagnosebefehl akzeptiert. Lasst ihm einen Augenblick. Er muss sich an die neue Konfiguration anpassen. Stimmmodul online. Test der Audiofunktionalität gestartet. Bezeichnung Liberty Prime Mark II. Mission die Befreiung von Anchorage, Alaska. Das ist schon ein bisschen her. Alle rot-chinesischen Invasoren. Ich führe jetzt eine Systemanalyse durch und prüfe die Kampfbereitschaft. Vollständige Systemanalyse von Liberty Prime läuft. Alle Systeme nominell. Bewaffnung scharf. Warnung. Atomwaffen-Munitionsvorrat aufgebraucht. Neubestückung erforderlich. Warnung. Energiekern offline. Betrieb durch externe Energiequelle. Neustart des Kerns empfohlen. Fähigkeit, rot-chinesische Invasoren abzuwehren, nicht gegeben. Ja. Alle Anzeigen sind auf grün. Von meiner Seite aus sieht er gut aus. Doktor? Es wäre gut, wenn du den großen Burschen im Auge behalten könntest, wenn es dir nichts ausmacht. Ich muss zugeben, ich war mir nicht sicher, ob wir es hinbekommen würden. Aber Liberty Prime scheint zu funktionieren. Mit ihm auf unserer Seite hat das Institut keine Chance. Das sehe ich ganz genauso. Bevor du den nächsten Auftrag machst, habe ich noch was für dich. Die kleine Schönheit habe ich selbst entwickelt. Wird deiner Power-Rüstung etwas mehr Wumms verleihen. Stimmpuppe ist hier 60. Mist, ich habe gar nichts für dich. Na klar doch, das große Metallding, das da drüben steht. Wie dem auch sei, du solltest jetzt besser zurück zur Pridwin. Ältester Maxon meinte, er müsste mit dir reden, sobald wir hier fertig sind. Und danke, Ritter. Ohne dich wäre das ja alles nicht möglich gewesen. Okay. Alle mit dir reden. Er hat das gehasst. Oh, Ben Affa, das ist glaube ich eine Trophäe auch. Das ist wie Optimus Prime, nur Liberty, ne? Richtig geil. Oh, jetzt muss ich wieder zum Schiff. Oh.
Wenn ich die ganze Zeit ein Institut Runner auf meiner Seite habe. Stell mir nur vor, wie der so die ganze Zeit neben mir steht. So. Denken Sie nicht, dass das ein Fehler ist. Wir müssen vorsichtig hier vorgehen. Wir müssen vorsichtig und feinfühlig hier vorgehen. Feinfühligkeit verseite das. Ich muss verrecken. Okay. Gibt es etwas, das Sie mir sagen wollen, Ritter? Ich glaube, ich weiß nicht so ganz, wovon Sie reden. Ihre Unkenntnis kommt Ihnen äußerst gelegen. Proctor Quinlan hat die Daten entschlüsselt, die Sie aus dem Institut mitgebracht haben. Darunter war auch eine Liste von Synths, die verschwunden oder aus der unterirdischen Anlage geflohen sind. Bei der Analyse der Daten haben wir etwas Beispielloses entdeckt. Paladin Dance entspricht exakt einem der Synths auf dieser Liste. Okay. What? Ist Quinlan absolut sicher? Proctor Quinlan hat die Informationen mehrfach überprüft. Ich kann Ihnen versichern, dass das Ergebnis eindeutig ist. In den Daten, die Sie mitgebracht haben, waren DNS-Profile aller Subjekte. Wir haben von jedem unserer Soldaten ebenfalls ein DNS-Profil. Paladin Dances DNS-Profil entspricht exakt dem eines Synths mit der Bezeichnung M797. Und zu allem Überfluss hat er sich unerlaubt von der Truppe entfernt. Er ist spurlos verschwunden. Sein plötzliches Verschwinden bestärkt uns in der Schlussfolgerung, dass Paladin Dance dieser M797 ist. Ich kann kaum glauben, dass er sie mich verarschen? Sie dann zu Verschwiegenheit verpflichtet hat. Was wäre passiert, wenn ich sie mitgenommen hätte? Glauben Sie mir, er hat mir nie gesagt, dass er ein Sünder ist. Offenbar habe ich Sie falsch eingeschätzt. Und das bedeutet, dass ich Ihren Worten glauben werde. Das entbindet Sie allerdings nicht von Ihrer Pflicht. Dance ist ein Sünder. Er steht für alles, was wir verabscheuen. Eine technologische Monstrosität. Der hat wahrscheinlich mehr Sins getötet als fast jeder hier, aber okay. Das Institut und all seine Schöpfungen müssen vernichtet werden, um unsere Zukunft zu schützen. Was mich zum schwierigsten Befehl bringt, den ich Ihnen je erteilt habe. Ich befehle Ihnen, Dance aufzuspüren und zu exekutieren. Nein. Gibt es denn keine andere Möglichkeit? Sins zu jagen ist mein Spezialgebiet. Boah. Auf keinen Fall. Meine Entscheidung ist endgültig. Hören Sie, mir ist klar, dass Dance Ihr Mentor war und dass das hier nicht leicht werden wird. Aber wenn wir stark bleiben wollen, dann darf es keine Ausnahmen geben. Selbst wenn das bedeutet, einen von uns zu töten. Begeben Sie sich zu Proctor Quinlan. Er hat die Daten analysiert und wird Ihnen sagen können, wo Sie anfangen sollen. Und Ritter, mit dieser Mission können Sie sich eine Beförderung verdienen. Also enttäuschen Sie mich nicht. Sie können wegtreten. Ich verarsche, ich hab viel mehr Einfluss. Ich habe viel mehr Chancen. Ich bin, weiß nicht, General und Professor und zukünftiger Direktor des Instituts. Hier bin ich nur ein Soldat. Ey. Solange mich nicht hier irgendwie zum Anführer der Bruderschaft machst, interessiert mich das nicht. Jetzt mal ehrlich. Ich will meine eigene Zitadelle haben. Ich will meinen eigenen Achtung, Liberty Prime Bravo haben. So sieht das mal aus. Man hatte mir gesagt, dass du kommen würdest. Die Sache das sind keine technischen Dokumente. Ich will nicht darüber reden. Verstehe. Dann zu deinen Befehlen. Ich habe mir Dances Einsatzberichte angesehen, aber leider konnte ich keinerlei konkrete Hinweise finden. Wie du sicher weißt, kennt Dance sich im Commonwealth gut aus. Daher fürchte ich, es gibt zahllose Verstecke für ihn. Ich glaube, wir sollten sämtliche Orte, die er besucht hat, bestimmen und sie nacheinander als Versteck ausschließen. Du kannst es dir ruhig gemütlich machen. Das könnte eine Weile dauern. Was zum Teufel ist das für eine Scheiße, von wegen Dance wäre ein Synth? Ich vermute, mit deinem Wutausbruch willst du gewisse Zweifel bezüglich Dances Identität zum Ausdruck bringen. Hat jemand irgendjemanden geschlagen? Ich versichere dir, meine Erkenntnisse sind absolut korrekt, Gelehrter. Er sucht dir Dance also und du haust ihn um. Soll das so laufen? Ich habe jetzt keine Zeit, darüber zu sprechen, Halen. Warum? Hast du es eilig, den Abzug zu betätigen? Ich kann nicht glauben, dass du Paladin Dance einfach so im Stich lässt. Nach allem, was er für dich getan hat. Es liegt ganz offensichtlich ein Fehler vor und wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Gelehrte Halen, du sprichst mit einem vorgesetzten Offizier. Du wirst ihm den nötigen Respekt zollen. Sonst lasse ich dich vor ein Kriegsgericht stellen. Informationen hast, die uns helfen können, schlage ich vor, dass du sofort zum Polizeirevier zurückkehrst. Natürlich. Ich bitte um Entschuldigung, Proctor. Ich glaube, ich habe Informationen, die relevant für die Suche sein könnten. Na gut.
Würdest du sie uns dann bitte mitteilen, oder müssen wir warten, bis du bereit bist, uns an deinem Wissen teilhaben zu lassen? Ritter, wenn du mich bitte aufs Flugdeck begleiten würdest, ich möchte dir die Informationen, die ich zusammengestellt habe, direkt zeigen. Ich habe die Daten auf dem Computer meines Vertibirds gespeichert. Ich nehme alles, was mir hilft, Dance zu finden. Ja, Sir. Geh ruhig, Ritter. Ich setze hier meine Nachforschungen fort. Bitte mir nach, Sir. Gott, jetzt tritt ich den in den Tand. Weil er mir unterstellt, dass er sich Tanz umbringen will. Wo ich irgendwie was sagen konnte. Ja, oh Gott. Wo gehst du hin? Ich dachte, wir gehen zum Ding. Oh. Mädel. Kaum zu glauben, dass Dance in Wahrheit ein Sünd war. Willst du mich verarschen? Hey, wie die alle auf einmal drauf sind. Entschuldigung, gelehrte Halen. Willst du Paladin Dance wirklich töten? Nein. Wolltest du mir nicht sagen, wo Dance hin ist? Ja, und das werde ich auch. Aber vorher möchte ich, dass du mir kurz zuhörst. Ich kenne Paladin Dance, seit ich eine Anwärterin war. Er hat mich ausgebildet, mir alles Wichtige beigebracht. Und er hat mir gezeigt, wie ich weitermache, wenn ich mal Mist gebaut habe. Ich bewundere und respektiere ihn. Und ich betrachte ihn als einen Freund. Mir ist egal, was in Quinlans Bericht steht. Mir ist auch egal, ob er eine Maschine ist oder nicht. Er ist und bleibt Dance. Das ist eine ziemlich gewagte Aussage. Es ist mehr als eine Aussage. Dass ich noch nicht mal irgendwie Dance verteidigen kann, ne? Dance ist die selbstloseste Person, die ich kenne. Er hat sein Leben riskiert, nur um seinen Prinzipien treu zu bleiben. Deshalb bitte ich dich, nicht nur als Mitglied der Bruderschaft, sondern auch als Mensch, gib ihm die Chance, dir seine Seite der Geschichte zu erzählen. Wenn er dich nicht überzeugen kann oder er uns tatsächlich verraten hat, dann tu, was getan werden muss. Es wäre dumm, einen wertvollen Aktivposten zu verschwenden. Hat die Klappe. Ich bin verwirrt. Die ganze Sache bringt mich völlig durcheinander. Ich werde ihn erstmal finden und dann entscheide ich. Das ist nicht unbedingt das, was ich hören wollte. Aber ich muss wohl darauf vertrauen, dass du das Richtige tust, wenn die Zeit gekommen ist. Bevor die Pritwin ankam, hat Dance mich einen Rückzugspunkt suchen lassen, falls wir das Polizeirevier verlieren sollten. Das war der Horchposten Bravo, eine Einrichtung der US-Armee aus Vorkriegstagen, die an der nördlichen Grenze des Commonwealths liegt. Der Posten ist sehr abgelegen und nur wir wissen von ihm. Von daher schätze ich, dass er dorthin... Ich habe den auf meine Karte freigeschaltet. Wir wissen nicht, in welchem Geisteszustand er sich befindet oder ob er uns noch traut. So, Hochposten Bravo. Na gut. Okay. IMAXen. Jetzt komme ich um parallele Kugeln im Kopf. Nein. Noch nicht. Ich habe nicht schon ein paar Mal gemacht während irgendeines Endings. Okay, mit dem Railroad-Ending habe ich einfach nur die Pritwin in die Luft gejagt. War ja wahrscheinlich an Bord, ne? Ich sag doch, ich habe das schon auf meine Karte entdeckt. Vom wegen, nur ihr wisst davon, ne? Ich bin ja der König des Ödlands. Könnt mir ja nichts verheimlichen von mir. Ich weiß alles über das Ödland, ey. Ich hab alle Magazine, ich hab alle Wackelpuppen. Kommt das... Ich habe das so in so ein Gespräch auf. Ich rede mit den obersten Maxen hier so. Ich habe alle Wackelpuppen und alle Magazine. Ich weiß mehr als sie. Dann will ich eine Antwort von ihm hören. So, okay. Alter. Uff. Ach, bitte. Ach, hier ist das. Machen wir auch schon mal. Boah. Langsam. Ey, wir tun ja nur Orte besuchen, die wir schon mal so gefunden haben. Als wir so random durchs Ödland gerannt sind. Okay.
Was? Oh, ehrlich. Kannst du ihn mal abstellen? Was ist ohne seine Rüstung mal? Ich dachte, ich würde mal den seine Haare sehen. Was geht? Es überrascht mich nicht, dass Maxon dich geschickt hat. Er hat sich noch nie gerne selbst um die Drecksarbeit gekümmert. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, Dance. Glaub mir, für mich ist das ein noch viel größerer Schock als für dich. Ich wusste nichts davon. Bis Quinlan diese Liste entschlüsselt hatte, hielt ich Sins für den Feind. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal zu hören bekomme, dass ich selbst einer bin. Wenn Hayley nicht gewesen wäre, würden wir dieses Gespräch jetzt gar nicht führen. Und? Wie lauten deine Befehle? Will mich Maxon überhaupt lebend? Nein. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Scheint mir offensichtlich. Mir ist natürlich klar, dass wir Freunde sind. Und dass das hier schwierig für dich sein muss. Ich wünschte, Maxon hätte jemand anders geschickt. Aber das alles ändert nichts an den Tatsachen. Ich bin ein Sint. Und das heißt, ich muss zerstört werden. Wenn du deine Befehle missachtest, verrätst du nicht nur Maxon, sondern auch die stählerne Bruderschaft und alles, wofür sie steht. Man kann Sins nicht trauen. Maschinen sollten niemals ihre eigenen Entscheidungen treffen. Sie müssen kontrolliert werden. Technologie ohne Grenzen war es, was die Welt vernichtet und die Menschheit an den Rand der Ausrottung gebracht hat. Ich muss das Exempel sein, nicht die Ausnahme. Ich muss ja mal speichern. Die Empathie, die du zeigst, das ist ein menschliches Gefühl. Ich weiß zu schätzen, was du zu tun versuchst, aber ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich bin bereit, die Konsequenzen meiner wahren Identität zu tragen. Maxon hat dir befohlen, mich zu töten. Und ich werde mich dir sicher nicht in den Weg stellen. Nein. Ich werde es nicht tun, Dance. Ich kann nicht glauben, dass du dein Leben riskierst, um meins zu schützen. Warum tust du das für mich? Was? Achso, ja, weil es sind es genau. Ich habe schon meine Familie verloren. Ich will nicht auch noch einen Freund verlieren. Du hast recht. Wie konnte ich nur so blind sein? Ich sollte bedenken, wie sich mein Tod auf die auswirkt, die mir nahestehen. Leute wie du und Halen. Jetzt, da du mir die Augen geöffnet hast, kann ich meine nächsten Schritte abwägen. Ah, okay. Was sollten wir als nächstes tun? Du musst deinen Kampf gegen das Institut fortsetzen. Ich muss ab jetzt einen anderen Weg gehen. Die einzig sinnvolle Alternative ist, das Commonwealth zu verlassen. Je eher ich mich auf den Weg zur Grenze mache, desto eher kann ich das alles hinter mir lassen. Nimm meine Holomarke. Nutze sie als Beweis, dass du deinen Auftrag erfüllt hast. Sonst schickt mir Maxon nur jemand anders auf den Hals. Dann komm, lass uns von hier verschwinden. Schau, was anderes. Müll. Also das, was ich sonst auch immer finde. Okay. Weiß ich nicht, kann man dann echt nicht Dingens hier? Die Burschaft weitermachen? Ohne Dance auf seiner Seite. Warte, man kann ja nicht zum Institut gehen? Obwohl, der hat ja auch schon ein paar Sins getötet, ne? Obwohl, habe ich auch, ne? Ja, kann er nicht zum Institut einfach gehen? Wo kommt das ganze Blut auf einmal her? Hat schon vorher darauf? Mein Gott. Ich voll wie die Agenten aus Matrix. Oh Gott. Bruderschaft zu verraten. Das ist meine Schuld, nicht seine. Zu dir komme ich gleich noch. Ritter, wieso wurde dieses Ding noch nicht zerstört? Er ist kein Ding. Er ist einer unserer besten Männer. Sind Sie jetzt völlig durchgedreht? Vance ist kein Mensch, sondern eine Maschine. Ein Roboter, erschaffen vom Institut. Es entstammt nicht dem Leib einer liebenden Mutter. Es wurde in einem kalten Labor hergestellt. Fleisch ist Fleisch. Maschine ist Maschine. Diese zwei Dinge sollten sich nie verbinden. Indem es versucht hat, Gott zu spielen, hat das Institut das menschliche Leben entweiht. Und
und über alle Maßen korrumpiert. Nach allem, was ich für die Bruderschaft getan habe, all das Blut, das ich in ihrem Namen vergossen habe, wie können Sie da so etwas über mich sagen? Du bist die physische Manifestation all dessen, was wir hassen. Technologie, die Grenzen überschritten hat. Sieh dich um, Dance. Sieh dir die verbrannte Erde und die Knochen an, die überall im Ödland liegen. Millionen, vielleicht Milliarden sind gestorben, weil die Wissenschaft der menschlichen Kontrolle entglitten ist. Sie nennen es eine neue Grenze oder sprechen davon, Grenzen zu überwinden. Und ja, voll voll Klamatik hier gerade. Nicht, dass das Gleiche wieder passiert. Du bist eine Bombe in einem Arsenal, das Tausende umfasst, bereit, die Überreste der Menschheit zu vernichten. Das ist Irrsinn. Er hat sein Leben dem Schutz der Menschheit verschrieben. Ist es das, was es Ihnen gesagt hat? Wie können Sie dem Wort einer Maschine trauen, die glaubt, am Leben zu sein? Eine Maschine, deren Gedächtnis gelöscht, deren Gedanken programmiert, deren Seele hergestellt wurde. Die Werte, die sie zu vertreten versucht, sind nicht ihre eigenen. Sie wurden ihr künstlich eingepflanzt. Kann das überhaupt noch gut ausgehen? Das ist richtig. Ich wurde in einem Labor gebaut. Und einige meiner Erinnerungen sind nicht echt. Aber als ich meine Brüder zu meinen Füßen habe sterben sehen, da habe ich Trauer gespürt. Wenn ich einen Gegner der Bruderschaft besiegt habe, spürte ich Stolz. Und als ich Ihre Rede über die Rettung des Commonwealths gehört habe, spürte ich Hoffnung. Verstehen Sie denn nicht? Ich dachte, ich wäre ein Mensch, Arthur. Seit dem Tag, an dem ich in die Bruderschaft aufgenommen wurde, habe ich niemals Ihr Vertrauen missbraucht. Und das werde ich auch nie tun. Dafür ist es jetzt zu spät. Das Institut hat dir törichterweise das Leben geschenkt. Du solltest nicht existieren. Ich werde darüber nicht länger diskutieren. Meine Befehle sind eindeutig. Es ist in Ordnung. Wir haben unser Bestes versucht. Du hast mich davon überzeugt, dass ich mich meiner wahren Identität... Ach, ich kann ihn überreden. Ich habe nicht immer 10 Charme und so. Wie du dich entscheidest. Ich gehe ohne Zorn und ohne Bedauern in den Tod. Herzerwärmend. Entweder Sie exekutieren Dance jetzt oder ich tue es, Ritter. Die Wahl liegt bei Ihnen. So, okay. Hören wir jetzt zu. Schau mir in die Augen. Nach all den Opfern, die ich gebracht und all den Kämpfen, die ich für die Bruderschaft gewonnen habe, müssen Sie mich anhören. Das sind Sie mir schuldig. Gut, ich höre. Ganz egal, ob er ein Mensch ist oder nicht. Dance hat zahllosen Soldaten der Bruderschaft das Leben gerettet. Jetzt ist es an der Zeit, seins zu retten. Sie sind ein dickköpfiger Mann. Wir scheinen hier nicht mehr weiterzukommen. Dance am Leben zu lassen, würde alles untergraben, wofür die Bruderschaft steht. Aber dennoch bestehen Sie darauf, dass er nicht getötet wird. Damit bleibt mir nur noch eine Alternative. Dance, soweit es mich betrifft, sind Sie tot. Sie wurden von diesem Ritter der Bruderschaft gejagt und getötet. Und Ihre Überreste wurden verbrannt. Von diesem Tag an ist es Ihnen verboten, die Pridvin zu betreten oder mit Mitgliedern der stillenden Bruderschaft zu sprechen. Sollten Sie diese Regeln ignorieren, werde ich sofort das Feuer auf Sie eröffnen lassen. Haben wir uns verstanden? Ja, danke, dass Sie an mich geglaubt haben, Arthur. Verwechseln Sie Billigung nicht mit Mitleid. Der einzige Grund, weshalb Sie noch am Leben sind, ist er. Ich kehre jetzt zur Pridvin zurück, Ritter. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um sich zu verabschieden. Ich erwarte Sie dann wieder auf dem Schiff. Wir müssen uns noch immer um das Institut kümmern. Okay. Haben wir wieder ein Leben gerettet. Man braucht eine Menge Mumm, um Maxen so die Stirn zu bieten. Immerhin wissen wir jetzt, dass er dich nicht mehr verfolgen lässt. Wenn du hier bleibst, solltest du in Sicherheit sein. Das ist ein hervorragender Vorschlag. Ich hatte nicht vor, den Rest meines Lebens in diesem alten Horchposten zu verbringen. Aber das hilft jetzt wohl nichts mehr. Außerdem brauchst du noch immer meine Hilfe. Und ich will verdammt sein, wenn ich dich einfach alleine mit das Commonwealth ziehen lasse. Jetzt solltest du besser zurück auf die Pridvin gehen. In der Zwischenzeit richte ich mich in diesem Bunker hier ein. Wenn du mich brauchst, findest du mich hier. Ich kann ihn ja nicht mitnehmen. Was ist mit Helen? Ich glaube nicht, dass Maxin von ihrer Beteiligung weiß. Ihr wird nichts passieren. Ich kontaktiere sie und lasse sie wissen, was hier passiert ist. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Auf Wiedersehen, Dance. Leb wohl. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal unter glücklicheren Umständen. Alles klar. Hey. Du machst die Bruderschaft stolz. Sieht stabil aus. Du bist ein toller Soldat. Du machst die Bruderschaft stolz. Kann ich gar nicht mehr mitnehmen, oder was? Okay. Gut, haben wir das mehr oder weniger entschärft, keine Ahnung. Und machen wir weiter mit
mit dem Vernichten des Instituts, nehme ich an. Das ist ja unsere oberste Priorität hier, ne? Er hat ja schon, weiß nicht, zweimal getötet, ne? Aber machen die noch nicht mal irgendwas, ne? Ja, okay, tun Sins erschaffen, aber ja, okay. Ich will mich mit den moralischen Sachen hier nicht auseinandersetzen. Nach 300 Parts. Wir machen jetzt einfach schnurstracks die Quest weiter und hoffen, dass es jetzt nicht mehr so lange dauert. Weil das sieht sich jetzt doch schon wieder hier so ein bisschen, habe ich so ein Gefühl. Na schon, wir haben Dance hier gerettet, wir haben Liberty Prime auf unserer Seite, jetzt müssen wir langsam mal fertig sein. Ältester. Bevor wir weitermachen, möchte ich eine Sache klarstellen. Dies wird das letzte Mal sein, dass wir über Dance reden. Was die stählerne Bruderschaft anbelangt, ist er tot. Verstanden? Verstanden. Gut. Natürlich fehlt durch Dance Hinrichtung jetzt ein Glied in unserer Befehlskette. Dieser Verräter hatte eine relativ wichtige Position inne. Ich bin mir sicher, sie werden ihn würdig ersetzen. Seine Quartiere und seine Besitztümer gehören nun ihnen. Einschließlich seiner persönlichen Power-Rüstung. Herzlichen Glückwunsch, Paladin. Es ist mir eine Ehre, Ältester. Die Sie sich selbst erarbeitet haben. Bedenken Sie jedoch, dass ein Paladin der Bruderschaft unseren Brüdern und Schwestern in seiner Rechtschaffenheit ein Vorbild sein soll. Ich gehe davon aus, dass Sie sie nicht enttäuschen werden. Und mich ebenfalls nicht. Wie dem auch sei, wir müssen uns nach wie vor um das Institut kümmern. Vor unserem finalen Angriff wartet noch eine Menge Arbeit auf uns. Boah, hoffentlich nicht. Derzeit laufen die letzten Arbeiten an Liberty Prime. Captain Kells hat eine mögliche Bedrohung unseres Einsatzes identifiziert. Melden Sie sich unverzüglich bei ihm. Ad Victoriam, Paladin. Ja, Gesundheit. Blender Verrat. Okay. Maschine 3 macht Zicken. Ich muss eine Angelegenheit melden. Gut, ich höre zu. Ach so. Ach egal, das kann warten. Wenn du das sagst. Ich muss eine Angelegenheit melden. Warte, nein, ich will nicht die Dings, ja. Ich muss eine Angelegenheit melden. Ich spreche dir noch nicht mal an. Ich höre zu. Könnte die Bruderschaft nach Norden reisen? Es bräuchte schon einen verdammt guten Grund, unseren Fokus vom Commonwealth zu lösen. Ich brauche spezifische Informationen. Wovon genau reden wir? Alter, ich will auch gar nicht das machen. Ich will... Hallo? Ich muss eine Angelegenheit melden. Gut, ich höre zu. Proctor. Lancer Captain Kells möchte dich sprechen. Alter, wirklich... Boah. Hey. Captain. Ah, Paladin. Gut. Jetzt okay. Unschöne Sache. Konnte ihn jetzt so ansprechen. Ja, ich mit Arcadia machen, hallo. Ich muss die immer noch melden, da, die Sins. Ich bin bereit, Captain. Gut, denn diese Mission erfordert deine volle Aufmerksamkeit. Bevor wir mit dem Angriff auf das Institut beginnen, müssen wir uns um eine andere Gefahr kümmern. Um die Railroad. Ja, natürlich. Die Gruppe ist zwar klein, aber fähig und nutzt Listen und Guerilla-Taktiken, um ihren Feind zu zermürben. Laut unserer taktischen Analyse könnten sie unseren Einsatz behindern oder sogar gefährden. Dieses Risiko möchte ich nicht eingehen. Wenn wir sie jetzt angreifen, sollten wir den Schaden maximieren können, den wir ihnen zufügen. Dann mal ran ans Werk. Ich weiß deinen Enthusiasmus zu schätzen, Paladin. Um die Railroad zu vernichten, müssen wir zwingend ihre Führung ausschalten, da sie sich ansonsten einfach anderswo neu formieren. Ich habe hier eine Liste der 5 Ziele, deren Tod ihre Befehlskette wohl vollständig zusammenbrechen lässt. Ist so gut wie erledigt. Danke. Aber einfach alle erledigen, ne? Bevor du gehst, hat Proctor Ingram noch zusätzliche Aufgaben für dich. Laut unserer Quellen hat die Railroad einen experimentellen Prototypen eines Roboters in ihrem Hauptquartier. Ja. Sie nennen oder? Ihn die prädiktive Analysemaschine, kurz PAM. Putzig, nicht wahr? Der Roboter führt komplexe strategische Berechnungen durch, die deutlich effektiver sind als alles, was wir hier hinbekommen. Wenn wir mit diesem Holoband die Sicherheitsvorkehrungen von Pams Terminal knacken können, wird die Einheit gezwungen, auf die Pridwin zurückzukehren.
Wir könnten Pams Rechenleistung gut gebrauchen. Falls es nicht anders geht, ist die Maschine zu vernichten. Sie darf nicht dem Institut in die Hände fallen. Ich werde versuchen, den Roboter unbeschädigt hierher zu bekommen. Gut. Wäre ansonsten eine ganz schöne Verschwendung. Ich bin mir sicher, dass du alles tun wirst, um diese Mission erfolgreich abzuschließen. Wenn du bereit bist, solltest du zur Old North Church gehen und dich mit unserem Angriffstrupp treffen. Er unterstützt dich mit Sprengstoff und der Feuerkraft, die du brauchst, um die Railroad zu vernichten. Kann ich nicht einfach da reingehen und die alle kalt machen? Boah. Ich habe mich schon zu den Feinden gemacht. Die wissen doch gar nicht. Woher wollen die denn wissen, dass ich jetzt zu den Feinden geworden bin? Boah. Da hatte ich schon direkt rumgesprochen, ey. Wie ist denn das überhaupt möglich? Gut. Danach hoffentlich direkt zum Institut, ne? Okay, rein da. Mach mal bei alle kalt. Komm, die Männer haben auch noch kaputt, ne? Dann haben wir alle fertig gemacht. Ne. So, dass man die Unterrüstungsteile tragen kann. Ja. Ich habe Wort 108 an. Legende von Wort 108. Oder war das 95 oder so? Oder 88? 88 war das, ne? Ich glaube, 88 war das. Ich glaube ja, kann ich mir mal angucken. So, mach inne! Warte, ich jetzt meine ganzen Sachen hier, die ich von denen angenommen habe, vermasseln. 88, ja. Ihr seid schon drin. Was stand da jetzt? Der Dings ist zum Institut zurückgekehrt, weiß ich nicht. Legen wir los! Als ob auf einmal so viele von euch hier sind, ne? Aber das erwarte ich einfach runter und mache ich. So fertig. Boah, da ist schon wieder. Dass ich alle töten muss. It's high noon. Level 1? What? Da stand gerade Level 1. Level 1? Was? Gegner level mit, my ass. It's high noon. Ich liebe was zu sagen. Okay. Ah, du bist ein Feind, ne? Ja, warum beißt du das? Warum beißt das? Another one bites the dust. And another one down. Another one down. Another one bites the dust. Oh, die haben halt geschlossen, oder? Hi. Hi. Wollen wir jetzt echt das Rätsel ja nochmal zugemacht? Ich hab sie verloren. Oh. Boah, ich habe jetzt keinen Bock, das nochmal zu machen. Vielleicht schon wieder alles vorbei.
Geht gar nicht. What? Denk an dein Training. Wieso komme ich denn jetzt dann immer rein? Kann das Ding hier nicht reindrücken. Oh. So. Hat überhaupt nicht geklappt. Egal wie oft ich das versucht habe, da reinzugehen und so. Und ja. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das mal auf andere Weise. Und zwar bringe ich hier jeden um, bevor ich von der Bruderschaft hingeschickt werde. Damit ich verdammt nochmal hier rein muss. Christat. Ja, ist mir doch ein bisschen zu blöd. Ja, dich muss ich gerade töten. Dich muss ich töten. Dich muss ich töten wahrscheinlich. Muss die Anführer alle töten. Ja. Sei nun. Warum hat so nur nach 15 Typen eine Minigun, ehrlich? So. Wow. So, und Pam ist aus irgendeinem Grund feindlich. Verdammt. Oh, jetzt kann ich auch nicht raus, oder? Irgendwie läuft ja alles schief in letzter Zeit. Ja, mal zu Brit werden. Vielleicht hat sie mir ja verzeihen, wenn ich. Vielleicht kann sie mir ja verzeihen, wenn ich. Ja. Ach, Diek muss ich auch noch töten. Boah. Ja, hoffentlich beschleicht das alles so ein bisschen hier. Was auch immer ich hier noch machen muss. Naja, also, da geht mir irgendwie auf die Liste gerade. Diese ganzen Sachen passieren in der letzten Part. Da ist mehr oder weniger der letzte Part, den ich aufnehme. Ich habe schon ein Institut-Ending gemacht. Und ja, das hier ist das letzte, was ich mache, was Fallout angeht, nehme ich mal an. Ja, hoffentlich haben wir es jetzt mal bald hinter uns. Melde mich wie befohlen, Ältester. Bevor wir weitermachen, möchte ich eine Sache klarstellen. Dies, was die stählerne Bruderschaft anbelangt, ist der Tod. Verstanden? Verstanden. Gut. Natürlich fehlt durch Dans Hinrichtung jetzt seine Herzen. Oh, komm, mach ihn da. Ich werde sie nicht enttäuschen. Würde ich das bitte. Immer von Nerven, alles hier doppelt und dreifach immer zu. Ich sehe nur, weil das nicht funktioniert hier. Captain Kells? Ah, Paladin. Gut. Jetzt dann die Unschöne. Ich bin bereit, Captain. Gut. Denn die, bevor wir mit dem Angriff. Klar. Diese Gruppe ist laut unserer wenn wir sie jetzt an. Wir greifen sie an? Exakt. Um die Railroad zu vernichten. Ich habe hier eine. Ist so gut wie er. Danke, Panet. Bevor du gehst. Dann, Laut unserer Quellen hat die. Sie nennen ihn. Du musst halt eigentlich nur Deacon erledigen, ne? Wir könnten Pams Rechenleistung gut. Ich werde versuchen. Gut. Ich bin mir sicher, wenn du bereit bist, er unterstützt dich. Wenn du im Railroad Hauptquartier etwas Interessantes findest, solltest du es mir unbedingt bringen. Aber wer? Ich kann jetzt immer noch nicht rein. Ich weiß nicht, was man da machen muss, ganz ehrlich. Warum regt es mich so ein bisschen auf? Ist ja nichts nach Plan läuft hier. So kurz vorm Ende. Ist mal ehrlich. Gut. Ich glaube, es hat auch irgendwas mit X6 zu tun, dass der mich begleitet hat. Da stand irgendwie, da ich den mit zum Dingens mitgenommen habe, zum Railroad-Hauptquartier, dass die sich dadurch verfeindet haben.
Jetzt weiß ich nicht, hat das vielleicht irgendwie geglitscht, dass ich einmal die Mission bekommen und einmal den mitgenommen habe und die beides irgendwie hier, die verfeindet worden sind oder so. Ich habe keine Ahnung. Na, Pam ist mir ja schon feindlich und ich kann, glaube ich, nichts mehr mit der machen. Und soll es. Ist auch scheißegal. Ah, wir haben jetzt die Railroad platt gehauen, jetzt kommt noch das Institut und dann sind wir fertig. So, meine Güte. Ich dachte einfach, ich war da hier nix. So läuft, wie ich jetzt will. So, aus irgendeinem Grund sind jetzt wahrscheinlich alle noch am Leben, ne? Das wollt ihr mir jetzt sagen, oder? Mach die Tür zu den unteren Stockwerken auf. Jetzt steht da was anderes. Wollen Sie mich verarschen? Boah, kümmert ihr euch um die? Ich habe keine Lust mehr. Jetzt steht da, dass ich da aufmachen muss. Ja, super. Ja, ihr könnt mich doch mal. Warum kämpfen jetzt mal? Wir haben gar keinen Anführer mehr. Wortwörtlich. Die haben echt niemanden hier, der nur anführen kann. Jetzt echt drauf, jetzt zieht in die Decke, Leute. Ja, jetzt kann ich aber machen, geil. Töte Deacon. Haben Gesellschaft. Mal einer sagen, warum ihr alle Level 1 seid. Oh, Level 21. Jetzt mit einem Schlag weg. Weil das ist einfach nur eine Tür, ne? Davor war irgendwie so eine, weiß nicht, so ein Rätsel mit einer Wand und so verdeckt. Und da ist eine Tür, eine Holztür. Hi, na. Hi, Deacon. War schön mit dir. Aber du musst auch ins Gras beißen. Los, komm. Nochmal. Also ein Abgang. So. Was geht? Tut mir leid, einen schönen Tag noch. Was? Pam. Sicherheitsabriegelung aktiv. Keine Kommunikation möglich. Sicherheitsmodus aktiviert. Sprachschnitt. Ach nee, ich habe so ein Dings, ne? Hallo, na? Pam. Zurücksetzen auf Werkseinstellung aktiviert. Boah. Ich kann mich von hier aus teleportieren, ne? Ja, warum kann ich halt nicht vom Inneren der Brüder, wenn ehrlich? Die Railroad ist technologisch besser ausgestattet als die Bruderschaft. Was soll das denn? Okay. Ja, aber Perlin Dance gerettet, aber Deacon umgebracht. Ich weiß nicht, wie ich mich dadurch fühle. Ich frage mich, was hier halt Canon Ending ist, ganz ehrlich. Mir geht's irgendwie bei keinem Ende irgendwie gut aus. Irgendwie müssen ein oder zwei Fraktionen jedes Mal frecken. Ja, wie oft willst du mir da eigentlich noch sagen, wenn ich an dir vorbeilaufe? Boah, ey. Ich muss eine Angelegenheit melden. Morgen. Captain,
Sieht aus, als wäre die Railroad jetzt keine Gefahr mehr für unseren Einsatz. Diese Sympathisanten haben das bekommen, was sie verdient haben. Absolut. Selber schuld. Ich bin außerdem erfreut darüber, dass du Pam zu uns gebracht hast, statt sie der Zerstörung zu überlassen. Wir bringen sie auf die Pridwen, wo sie in Proctor Quinlans Büro installiert wird. Sie ist ein erstaunliches Stück Vorkriegstechnologie und sollte uns eine Menge Vorteile bringen. Wo wir gerade von Vorkriegstechnologie sprechen, wir werden nie wieder von der hören, oder? Proctor Ingram führt die letzten Arbeiten an Liberty Prime durch und braucht auf dem Hauptgerüst deine Hilfe. Ich gratuliere zu einer weiteren erfolgreichen Mission, Paladin. Ad Victoriam. Gesundheit. Jetzt muss ich wieder hier erst rausgehen. Anstatt mich direkt dahin zu teleportieren können. Nee. Leute. Aber einfach die Wahrheit sein. So. Kriegsbeute. Ach. Oder? Ach, jetzt wissen wir, boah, wie lange geht denn das hier noch eigentlich? Jetzt müssen wir die Mission machen, die wir schon mit dem Institut gemacht haben. Den Reaktor hier noch. Wo war... Was zum... Wo hier diesen, weiß ich nicht, Reaktor oder so... Dieses Dings, diesen Beschleuniger oder so klauen mussten. Gegen die Burschaft kämpfen mussten. Müssen wir von der anderen Seite aus machen. Interessant. Okay. Nochmal los. Warum muss ich jetzt so weit jetzt weg? Warte mal, die ist jetzt nicht in April, oder? Die ist nicht in der Pri- Boah. Hey, heute habe ich es echt irgendwie, ne? Ich habe eigentlich die ganze Zeit nicht, wo ich hin muss, ne? Das darf einfach nicht wahr sein. Ich dachte, ich brauche... Ach, die war ja da oben, ne? Boah, ich dachte, auf dem Gerüst oder so braucht die Hilfe. Ich dachte, unten. Boah, ja, heute habe ich es echt drauf, ey. Ich muss das Projekt unbedingt beenden heute. Ja, dann langsam immer aus. Gut, los. Komm. Hey, hey. Achtung, die morgige taktische Besprechung wurde verschoben. Der neue Termin wird Ihnen noch mitgeteilt. Ingram? Du siehst aus, als wärst du durch die Hölle gegangen, Paladin. Kann man dir wohl nicht verübeln. Das war eine echt harte Nummer mit Dance. Könnte mir gar nicht vorstellen, ihm ins Gesicht zu sehen und den Abzug... Sind uns alle schwer getroffen, ihn, dass er tot war. Ehrlich gesagt, möchte ich lieber nicht darüber reden. Ich verstehe dich voll und ganz, Paladin. Wie dem auch sei, auf uns warten jetzt wichtigere Dinge. Wir müssen Liberty Primes Nabelschnur durchtrennen. Wir versorgen ihn über die Motoren der Pridwen mit Energie. Aber wir haben bei weitem nicht genug Saft, um seinen Fusionsreaktor kalt anzufahren. Deshalb musst du einen Beryllium-Beschleuniger für uns finden. Und ich wette, du weißt ganz genau, wo ich eins finden kann. Aber natürlich. Ich bin nicht nur wegen meines guten Aussehens Leiter der Schiffswartung. Quinlan hat Informationen über ein Unternehmen namens Mass Fusion beschafft. Ja, damit war mit dem Institut ja auch hin. Bevor die Welt unterging. Der Vorsitzende des Unternehmens war eine Art Erfinder, der sich allerhand nukleare Spielzeuge ausgedacht hat. Der Beschleuniger war sein Kronjuwel. Das Institut-Ending ist sehr viel kürzer. Ich muss sehr viel weniger Quests machen als hier. Hochhaus des Unternehmens im Finanzbezirk daran gearbeitet. Das ist unser Ziel. Ah, ich muss da hingehen, das Ding holen. Ich wusste doch, dass du... Kels hat und... Ja, wir müssen da hingehen, bla bla bla, ich weiß. Haben wir schon alles gemacht. Nur halt... Seit das Institut. Langsam kreuzen sich die Wege und danach müssen wir ins Institut und da alles in die Luft jagen, ne? So sieht's doch mal aus. Wo ist denn der?
Gott. Wird schon wieder so ein einstündiger Part, ne? Ich werde mal ein bisschen schneiden, aber auf jeden Fall. Ja, das ist viel zu lang schon wieder. Also ein WTBot benutzen. So, speichern. Fortschritt haben jetzt. Hey, wenn ich hinterlappe, wird viel schneller gehen. Ja. Sind wir nicht irgendwie so ein Militär des Ödlands? Wäre mir komisch, dass wir hier jede einzelne Fraktion töten. Ist echt nur mit einem Gerüst. Vielleicht nur halt Gerüst, ne? Ich würde eine Power Armor oder so anziehen. Einsteigen, Mädel. War beinahe was. Das ist Fusion. Das ist genau das gleiche Bild. Die Landung kann ein wenig ruppig werden. Ich werde mich nie daran gewöhnen, in diesen Dingern zu fliegen. Na, dann machen wir Ende. Oh, warte, am Längen gerade. Ist immer noch am Längen. Oh, ich fühle mich nicht so sicher. Was? Gerät zum Institut zurück, was? Was, damit ich wieder flüchten kann davor, oder was? Na gut, ist halt noch sehr weit. Das ist sehr weit, oder? Was wollt ihr denn? Hallo? So, habe schon gesagt, dass ich mich nicht sicher fühle in so einem WT-Bird. Ich weiß, wie ihr Typen fliegt. Das ist das Schiff. Hi. USS Constitution, genau. Das lag mir auf die Zunge. Da wimmelt es nur so vor Sünd. Lichtet ihre Reihen, bevor ihr uns absetzt. Ja, mit dem Ding treffe ich natürlich wieder nicht. Ah, klingling. Boing. Wenn man hier so ein Scharfschützengewehr oder so reinbringen kann, mit dem Minigun treffe ich die irgendwie nicht. Vor allem das Fadenkreuz verschwindet, wenn ich zoome. Ja, vorsichtig. Ja, komm, ich kann. Wir sehen uns auf dem Dach, Paladin. Okay, ich kann mit einem Revolver mehr Schaden anrichten als Aua. Mit einem verdammten Minigun. Pass auf. Wir gehen jetzt schnell da rein und machen alles kalt. Komm wieder. Nächstes Mal auf der Seite der Bruderschaft. Blablabla, ist da unten. So.
Ja, Aufzug. Weil ich überlege gerade, ob ich das hier alles skippe. Gerade haben wir alles schon gesehen. Pff. Wie ist denn der runtergefallen? Oi, 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 oi. Sie müssen terminiert werden. Auf Befehl des Instituts müssen sie vernichtet werden. Wer schon so tut, als wärt ihr Menschen, mehr oder weniger, dann sterbt auch ihr Menschen. Mit Anstand und Würde. Könnte ich meinen, wie ich immer sterbe. So. Die ganze Welt wird sogar zu einer Zeitlupe, wenn ich sterbe. Nehme ich mal ein Beispiel an mich. Die Strahlungswerte hier drin sind gefährlich hoch. Sag mir, wenn du Strahlenschutz benötigst. Ich kommuniziere über die Sprechanlage mit dir, während ich alles von hier draußen überwache. Übersetzung, während du da draußen in der Gefahr bist, bin ich hier drin sicher. Ihr werdet alle sterben. Ich nicht. Der Beryllium-Beschleuniger sollte in einem Sockel irgendwo oben im Reaktor stecken. Gib mir das. Die Sicherheitsanlagen des Gebäudes waren aktiviert. Vorsicht da drin. Bitte warten. Los, dusch mich, dusch mich. Ja. Die Kontaminierung abgeschlossen. Ja, ich habe keinen Begleiter bei mir, ne? Also nicht mehr Schaden richten. Hi. Oh, nichts mehr, gut. Boah. Aua, ist gut. Das sieht drohlich aus. Was? Gut, raus hier. Und jetzt zum Institut. Ne? Das Institut hat offenbar Verstärkung geschickt. Ich helfe dabei, sie abzuwehren. Ist exakt gleich Mission, nur halt auf der Seite der Bruderschaft. Dr. Ingram. Kann es kaum erwarten, Prime in Aktion zu sehen. Schnell, schaffen wir den Beschleuniger hier raus. Oh, ich auch. Hoffentlich ist es das wert. Ist da jemand bereit für den Lebensraum an? It's high noon. Du, ey. Weg, du willst mich doch wieder schlagen, ne? Verluste mehren sich. Boah. Ist mal stehen? Boah. Das sieht so dämlich aus, wenn die abmachen. Der Zeitlupe. Diesen Schlag, der macht mich so aggro, ne? Auf damit. Ich dachte jetzt, ich habe alles da rein.
Ich dachte, einen Moment, ich hätte alles da reingelagert. Bei Fick ist ja alles neben. Gut. So, jetzt noch Liberty Prime begleiten, hoffentlich. Dann war es das mit der Bruderschaft auch. Hat sich ein bisschen gezogen, fand ich. Er sieht aus, als hätte er Jesus gesehen und zur gleichen Zeit sich entschieden, ihn zu essen. Okay. Na los, na los, na los. Das dauert jetzt auch noch eine Stunde. Ne? Das wird so ein langer Part. Oh Gott. Aber dann haben wir es hinter uns. Dann haben wir Fallout endlich mal nach anderthalb Jahren abgeschlossen. Platz für neue Projekte machen, die auch nicht so lang sein werden, nehme ich an. Ich habe einen Moment, wenn ich Fallout abgeschlossen habe, nur zwei. Kingdom Hearts und Xenoverse 2, Dragon Ball Xenoverse 2. Und die werden beide nach und nach wieder ersetzt werden. Xenoverse 2 bin ich auch so gut wie fertig mit. Kingdom Hearts durch auch einen Gang höher schalten. Und ja. Dauert nicht mehr lange. Dann habe ich noch zwei Projekte erstmal, das reicht. Ja, reicht dann erstmal. Schon lange nicht mehr von Dragon Ball irgendwas hochgeladen. So. War ich mit Proc Doing gegangen. Die ist zum Glück hier unten. Wenn die jetzt schon wieder oben gegangen wäre, Bock um meine ganzen Atombomben. Wir sollten einander besser aus dem Weg. Proctor Ingram? Freut mich, dass es dir gut geht. Ohne deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Das ist ja interessant. Ich könnte schwören, dass ich dich erst überreden musste, mich mitkommen zu lassen. Wie dem auch sei, wir sollten nicht herumstehen und plaudern. Auf uns wartet eine Menge Arbeit. Ja. Und zwar... So, das ist ja also der Augenblick der Wahrheit. Wir haben den Navigationsprozessor von Liberty Prime mit seinen Gefechtskoordinaten programmiert. Art Victoria. Sobald er seinen eigenen Strom erzeugt, macht er sich direkt auf in Richtung Institut. Ältester Maxon möchte, dass du ihm folgst und dafür sorgst, dass er das CIT in einem Stück erreicht. Ich habe jedes Kabel und jeden Schrauben des großen Kerls überprüft. Können wir uns dann mit dem verbünden, oder was? Primes Reaktor starten und die Daumen drücken. Hast du auch voll getankt und den Reifendruck geprüft? Du bist ein echter Witzbold. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Nö. Ich habe es mit ältester Maxon besprochen. Und wir sind der Meinung, dass du die Ehre haben solltest, Liberty Prime anzuwerfen. Steck einfach den Beryllium-Beschleuniger in seinen Reaktorsockel. Anschließend drückst du hier unten den Übertragungsknopf. Viel Glück, Paladin. Ad Victoriam. Ja, ihr müsst mir irgendwann mal sagen, was das bedeutet. Irgendwas mit Sieg, ne? Sieg heil bestimmt. Gut. Ich muss mich um wichtige Dinge kümmern. Entschuldige mich bitte. Hi. Ich will sie durchs Anfassen zum Explodieren bringen. Natürlich wissen wir jetzt alle, was als nächstes passiert. Wir gehen ins Institut rein, machen Nein kalt, müssen einen Vater suchen, der im Sterben liegt. Und. Die Luke schließen, okay. Okay, wird das so wie in Fallout 3, dann wäre awesome. Zu tun und keine Lust auf dummes Geschwätz. Will ich verarschen? Fusionskern reinitialisiert. Vollständige Systemanalyse von Liberty Prime läuft. Alle Systeme nominell. Bewaffnung scharf. Mission: Vernichtung sämtlicher chinesischer Kommunisten. Wahrscheinlichkeit eines chinesischen Siegs unmöglich. Bruderschaft salutiert. Ad Victoria! Gebe mich zu Zielkoordinaten. Ausgezeichnet. Freiheit ist das oberste Recht eines jeden Amerikaners. Demokratie ist das Ziel.
Seine Stimme klang aber ein bisschen anders in der englischen Version. Bisschen, weiß ich nicht, arroganter, habe ich so das Gefühl. So, ich soll nur den folgen, willst du mich verarschen? Also, man kann nicht von denen zertreten werden. Das ist natürlich das erste, was ich hier frage, ne? Mein Gott, der hat sogar. Ich sehe gar nicht die Werte von denen. Ich ziehe denen gar nichts ab. Kann ich nicht einfach die Atombomben von hinten angreifen? Hat. Das macht denn gar nichts. Ausgezeichnet. Dann geh mal und töte alles, was dir in die Quere kommt. Datenbank zu. Eintrag: Demokratie. Eine Regierungsform, in der der Anführer durch Wahl bestimmt wird und jeder gleiche Rechte hat. Sehr geil. Er soll da vielleicht weggehen. Er bekommt keinen Schaden, aber er macht da irgendwie nicht Schaden, habe ich so ein Gefühl. Aber egal, sieht trotzdem geil aus. Leider folgt mir ja niemand und es gibt keine riesige Schlacht, so wie in Fallout 3, aber was soll's. Muss ich vorstellen, genauso lief das auch in Fallout 3 ab, im Finale. Nur halt mit sehr vielen Supermutanten und sehr vielen Enklave-Mitgliedern, die bekämpft werden mussten. Auf Kulturdatenbank zu. Zitiere Poet Neuenglands. Robert Frost. Freiheit wächst, globale Positionierung eingeleitet. Ort, das Commonwealth von Massachusetts. Geburtsort der Verbindung ist festgestellt. Bei mir sterben die von alleine, habe ich gesagt. Okay. Beeinträchtigt. Was? Wahrscheinlich. Aber noch so ein Laser. Funktionsbehinderung 32%. Überarbeitete Strategie eingeleitet. Wassertransitprotokoll aktiviert. Was? Was machst du? Wahrscheinlichkeit einer Missionsbehinderung 0%. Demokratie ist Wahrheit. Kommunismus ist tot. Anchorage wird befreit. Mein Gott. Wir gehen einfach da. Was war voll Terminator-mäßig? Richtig geil. Dann sind schon welche, oder wie? Wenn Mensch halt irgendwie solche Roboter hätte, ne? Echt. Dann ja, gute Nacht. Nein. Globale Positionierung eingeleitet. Ort, das Commonwealth von Massachusetts, Geburtsort der Freiheit Amerikas. Mach sie platt. Sehr geil. Was? Hast du halt gegen den WT-Bird geworfen, du Idiot? Hat jetzt nicht alle auf den losgehen, ne? Sehr geil. Es ist schön anzusehen.
Oh, fahr ich noch mal. Ah! Nicht auf mich. Alter. Ich habe doch kein AP verloren. Ich weiß nicht, wie viel ich davon noch habe. Was? Treuer? Was war das? Oh, nicht. Keine Ahnung, was das jetzt war. Alaskas Befreiung steht kurz bevor. Denkmal erkannt. Ne. Patriotismus Subroutin aktiviert. Die Gefallenen zu ehren ist Pflicht jedes wahren Amerikaners. Da ist der Patriotismus schon wieder. Alle noch leben, Gold. Das war sowas von einer riesigen Anspielung in das Finale von Fallout 3. Muss man mal sagen. Nur nicht so episch. Ja, dafür gibt es hier 4 Endings. Bereit zur Verteidigung des Lebens, der Freiheit und des Strebens nach Glück. Kampfbereitschaft aufgehoben. Ich bin Liberty Prime. Ich bin Amerika. Das ist meine englische Version von dem anhören. Ich meine, die klang ein bisschen anders, falls er wieder die gleiche ist wie in Fallout 3. Was wird jetzt passieren, wenn ich irgendwie einen Bruderschaftssoldaten angreife? Geht er dann auf mich los? Weil sie war noch entfernt vom Institut, ehrlich. Bezeichnung Liberty. What? Nur gemeinsam können wir die Saat des Kommunismus stoppen. What? Das ist ein Belmont, what? Freiheit ist das oberste Recht eines jeden Amerikaners. Ist das geil. Das war richtig geiles gerade. Sehr schön. Müssen wir uns dann überhaupt wieder reinschleichen ins Institut? Kann der nicht einfach so in die Luft jagen? Und so mega Laser da reinschießen oder was weiß ich. Was sind wir überhaupt? Ja, da sind wir gleich schon. Noch ein Bämmert. Ernsthaft. Was? Hätte das Ding einfach gepackt und weggeworfen, ey. Sehr geil. Gut, dass ich das jetzt gespielt habe. Amerikanischen Boden entdeckt. Tödliche Gewalt wird angewendet. Der hat immer noch keinen Kratzer, oder? Oh, das hat schön, ne? Ein weiterer Sieg für die Bruderschaft. Scheiße, ist doch viel groß, ey. Warte, was ist das? Prime, töte es. Was ist los?
Oh, ich habe noch nichts getötet hier, glaube ich. Als nächstes sehen wir Donald Trump hier mit so einem Ding rumlaufen. Ich habe das Gefühl, hier in Deutschland einmarschiert. Aber wir sind halt gleich da, ne? Da hinten ist so ein Gebäude, wenn ich mich irre. Amerikanische Verluste inakzeptabel. Rageprotokolle autorisiert. So mega Sort. Wir fürchten die rote Gefahr nicht. Sollte ihn besser nicht zu diesem einen U-Boot bringen, wo dieser Ghoul ist, der kommunistische. Oh, ich weiß gar nicht, ob der kommunistisch ist. Jemand kämpft jetzt. Zins. Keine Sorge, ihr bekommt Verstärkung. Verteidigungsprotokolle aktiv. An alle verbündeten Kräfte. Bleibt in der Nähe. Er wirft. Er trifft vielleicht. Übrigens jetzt übrigens immer noch kein Gatling-Laser bekommen, ne? Verteidige Liberty Prime, jetzt will ich auf den Arm. Ich soll den verteidigen? Man will ja Institut gegen den ausrichten, hallo? Gerne Verteidigung. Ja. Eine Bombe einwerfen, ne? Scan-Ergebnis negativ. Und überhaupt meine Hilfe, jetzt mal ganz ehrlich. Immer noch keinen Schaden. Boah. Am liebsten hätte ich jetzt auch so einen Stuhl wie in Elder Scrolls Online, würde ich mich hier hinsetzen. Hindernistiefe 5 Meter. Zusammensetzung Sand, Kies und Kommunismus. Kommunismus. Taktische Beurteilung, Anlage zerstören und Demokratie wiederherstellen. Warnung, begeben Sie sich bitte in einen sicheren Abstand. Werden Sie demokratisch, sonst werden Sie vernichtet. Oh Gott, was macht er? Okay, baut sich da einfach rein. Ah, Maxton ist auch. Ach, da ist Maxton. Ein Gatling Laser, oder? Hindernis zerstört. Einleitung von Direktive 7, 3, 9, 5. Vernichtung aller Kommunisten. Was? Eingebilden. Jetzt geht's. Jetzt geht er wieder zurück zu seinem Planeten, oder? Teil geil. Persönlichkeit von dem auch. So, jetzt müssen wir schon wieder das machen, was wir als Kriegsgebiet. Aktiviere Überwachungsprotokolle. Waffen einsatzbereit. Müssen wir halt exakt gleich machen wie bei den anderen Dingern, ne? Einfach nur um das hier aufzu
Also das hätte man auch aufgraben können eigentlich. Habe ich so das Gefühl, aber nein, wir müssten einen riesen Roboter bauen, der hat aufbohrt. Boah. Ja, die Burschaft muss auf irgendwas hier kompensieren, habe ich das Gefühl. Die Mission verläuft nach Plan, Paladin. Gute Arbeit. Bist du denn? Was? Was war das? Das sah voll geil aus. Im Institutverband, ja. Muss Baxter wechseln? Rein und wieder raus, Paladin. Machen wir das schnell und präzise. Ich weiß nicht genau, wie wir mir mal zu helfen könnten. Gar nicht. Aber wir haben einen Riesen. Wir haben einen Riesenroboter, der alles zerstört. So, jetzt gehen wir einfach wieder da rein. Machen wir genau gleich. Ich glaube, ich tue echt vorspulen bis dahin. Ja, skippen. Weil es ist jetzt wieder genau gleich wie vorher, ne? Das ist das Institut. Ich bin mehr von Ihnen erwartet. Hi, ich gehe mal, ne? Mach ich dreimal hier exakt gleich wieder. Ich gehe jetzt einfach durch und tschüss. Okay. Biowissenschaft. Was? Nicht die Affen freilassen, okay. Darauf folgen wir doch, oder? So, dann kommt mal alle her. Also was hier? Mach mal schnell. Der hat doch gesagt schnell und präzise. Präzise kann ich jetzt nicht bieten, aber schnell. Oh nein. Die waren unsichtbar. Die explodieren in mein Gesicht, ne? Die explodieren in mein Gesicht. Hallo? Gar keine Explosion. Ach, ich kann das schon wegstecken. Löse es so, wie es Liberty Prime hätte gelöst. Ja, yeah, es gelöst hätte. Machst du da auf? Weil Kung-Fu-Moves gegen meinen Anführer ja einzusetzen. Paladin, wir haben den Reaktor gefunden. Er ist über die Abteilung fortschrittliche Systeme zu erreichen. Nur kommst du da nicht hin. Die Überbrückung der Sicherheit muss vom Terminal des Direktors aus erfolgen. Ja, ja, ich weiß. Quartier eindringen. Hm, ach ja. Das ist schon zweimal gemacht, Leute. Oh. Ja, schalten wir Vater meinen Besuch ab. Es ist vorbei. Ja, soll man dazu sagen, das ist der dritte Mal, das wird hier machen. Soll man da schon schön sagen, ne? Ich liebe Sachen dreimal zu machen. Ich hatte nicht damit gerechnet. Halt's Maul. So.
Okay. Irgendwas stimmt doch mit mir nicht. Na schon, war. Terminal, der wahre Final Boss dieses Spiels. Ehrlich? Boah. Bin drin. Herr Forscher hat die jetzt nicht irgendwie wollen, dass wir ja Leute aus dem Weg räumen oder so. Und ich habe gute Neuigkeiten. Verstärkung ist eingetroffen. Ja, okay. Weiter. Sensor meldet feindliche Präsenz. Also gut. Also noch zum Reaktor reingehen. Und was ist denn hier passiert? Mit der alles in Trümmern. Hi. Keine Gnade. Okay. Ich will doch nur euch alle in die Luft jagen. Jetzt regt euch doch mal ab. Er hat doch noch zweimal hinter euch gehabt. Mal ganz ehrlich. Stellt euch jetzt nicht so an. So. Jetzt der letzte Sprint. Bis zum Reaktor. Und alles ruckelt. Oh mein Gott, das Laggen. Das Lag. Geh aus dem Weg. Puff. Voll unnötig eigentlich. So, boah. Da muss ja noch irgendjemand mit Namen töten, ne? Wieso? Ja, du. Ich will die Klamotten haben, die sehen voll geil aus. Kannst du gar nicht, weil das ist gar keine Klammer. Wie schlecht mit der Pistole. Komm, den Hammer weg. Ja, den Kopf weg, meine ich. So, holt mich hier raus. Holt mich hier raus. Das Ding da schon. Was zum Teufel? Da ist noch einer. Und gar nicht, ob man da oben hin kann. Der ich noch weg, ne? Jetzt aber jetzt werde ich aus teleportiert, oder? So, komm. Reiche den Reaktor. Ich bin doch hier. Boah, was stimmt denn jetzt schon wieder nicht? Ach, wir können uns ja nicht raus teleportieren. Ich bin auch blöd, ne? Oder wahrscheinlich fernzünden oder so, ne? Hoffentlich. Weil der Botschaft muss echt viele Laufwege machen, habe ich so ein Gefühl, muss jedes Mal hin und her gehen. Jetzt geht mein PC auch noch aus hier. Also der Bildschirm. Ah, was geht? Was zum. Ey Jungs, ey Leute, ihr habt doch. Oh, ihr seid doch scheiße. Warum musste ich denn jetzt nochmal extra. Wir sind hier fertig. Dr. Ingram, teleportieren Sie uns raus. Tut mir leid, Ältester. Bitte, Papa, lass mich nicht hier zurück. Ich wollte weg. Da ist dieses Kind aufgekommen. Gut. Wirklich? Schau, Kleiner. Ich gehe. Okay, ich bin bereit.
Hey, hier ist ein Sinn, ne? Find's halt nicht geil. Okay, Ingram. Dann mal los. Sieht alles gut aus. Das System ist aktiv. Aha. Auf jeden Fall. Alles klar, Pat. Ich schicke dich und wenn der Reaktor scheint, als... Was gebe ich da eigentlich alles? So, hier ist noch ein Zint, ne? Ist geil, oder? Will sie in Augen bringen? Alles klar, jetzt kriegen wir nochmal eine riesige Explosion zu sehen. Und dann war's das. Dieses Projekt. Oh Mann. Irgendwie blöd gemacht. Dreimal hat exakt gleiche Ending, jetzt mal ehrlich. Weil bei Ending ändert sich noch nicht mal irgendwie so. Hier, was da am Ende kommt, hier. So Krieg bleibt immer gleich und so. Dr. Ingram hat mir versichert, dass wir außerhalb des Wirkungsbereichs sein werden. Drücken Sie diesen Knopf. Und Sie werden nicht nur unseren Feind vernichten, sondern auch Ordnung und Anstand im Commonwealth wiederherstellen. Ja, ich mach schon. Ja, hier ist schon wieder in die Luft gejagt worden. Ist ja nicht geil. Ist ein bisschen unspektakulär, wenn man es zum dritten Mal sieht, aber... Och Mann. Gut. Was? Warte, wer war das denn? Wer von euch war insgeheim mein Sinn? Ich kann spüren, wie es mich überkommt. Die Wucht, die Strahlung, die Angst. Das ist das Ende der Welt. Wieder einmal. Okay. Ich schließe meine Augen und ich sehe mein Leben vor all dem hier. Vor den Augen. So, für mich war es der letzte Part, den ich aufgenommen habe. Einem einzigen Moment. Aber für euch kommt hiernach noch einer. Was ich geplant hat, ist verschwunden. Also, ja. Mein Fazit so zum Spiel habe ich jetzt nicht hinterlassen. Spiel ist das war ja nicht die Welt, in der ich leben wollte. Gut. Das war die, in der ich leben musste. Natürlich gut. Das kann man stundenlang spielen. Also nicht, wenn man schon Level 200 ist und alles hat, ist es vielleicht ein bisschen weniger spannend, weil ich wirklich alles weghaue, ohne zu verrecken. Man schon alles gesehen hat, aber trotzdem, wenn man das Spiel noch nicht gespielt hat, aber jetzt weiß ich es. Dann kann man es eigentlich doch weiterempfehlen. Ich weiß, die Welt hat sich verändert. Und der Weg, und ja, vor mir liegt, wird kein leichter sein. Ein paar andere Sachen habe ich noch aber im letzten Part gesagt. Denn ich kenne den Krieg. Meinung zum Spiel, glaube ich, obwohl da war nicht sehr viel. Krieg bleibt aber trotzdem. Jedenfalls seht ihr hiernach noch ein Part mit dem Institut-Ending, was nicht so lange sein wird. Das dauert, glaube ich, nur so eine halbe Stunde oder so. Und ja. Leute, sieht noch außer mir jemand diesen Sint? Also überhaupt nicht mit mir reden. Okay, dann muss ich den erstmal töten. Rupesa. Wie kannst du es wagen, mein Ending hier zu unterbrechen? So. Angeblich hat sich Ältester Maxson. Sie haben außergewöhnliche Arbeit geleistet, Paladin. Ohne ihren immensen Einsatz für unsere Sache wäre dieser Sieg niemals möglich gewesen. Also so weit von recht. Was denn, kein Geld? Ihre Belohnung ruht in den Herzen und Gedanken all derer, die sie gerettet haben. Das super. Das wurde vom Antlitz der Erde getilgt. Es ist an der Zeit, diese Kapitel des Commonwealths zu schließen und ein neues zu beginnen. Ich glaube, wir haben schon genug Schaden angerichtet. Dieser Sieg war erst der Anfang. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, wenn wir dem Commonwealth und seinen Bewohnern echte Sicherheit bringen wollen. Aber jetzt ist weder die Zeit... Jetzt geht's noch ab nach Cyrodiil. Kehren Sie zur Pridwen zurück, dann können wir entscheiden, was zu tun ist. Ja, also was ich entscheide? Ich entscheide jetzt erstmal hier wegzugehen. Fuck this shit, I'm out.
Und dann ja, sehen wir uns in der letzten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerherzlich, Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.